So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Draft-Folge. Wir sind mittendrin, also wir haben noch nicht gekämpft, aber wir haben unsere Karten jetzt ausgewählt. 59 von 40, machen wir das Deck etwas dünner, würde ich sagen. Ich habe mich dann zum Ende hin doch für eher Rot und Grün entschieden. Rot und Grün sind jetzt mal die Farben. Ich mache es jetzt einfach mal so, zack, knallhart, hau ich jetzt einfach mal. Alles, was eine andere Farbe hat als Rot und Grün, einfach aus unserem Deck raus. Und schauen wir mal, ob wir dann genug Karten haben. Meteorit, okay, das ist ein Artefakt, können wir nehmen. Okay. Waren gar nicht so viele, die wir hier andersfarbig hatten. Rot-Grün. Witz. Cool. Jetzt schauen wir mal, was unser Deck so sagt. Es sagt, wir haben 20 Kreaturen. Ist gut, ausreichend. Haben wir hier eine besondere Form von Tieren oder von irgendwelchen Kreaturen, die besonders vertreten sind. Elementarwesen, Elfen und Hunde. Okay. Spontanzauber 7, Hexereien 2. Länder 17. Okay, Länder 17. Gut, schauen wir mal, was können wir machen. Durchbrechen 2. Trampelschaden. Ja, weiß ich noch nicht. Okay, Raserei fand ich ganz gut. Verzauberte Kreatur erhält plus 2 und greift in jedem Kampf an, falls möglich. Fand ich gut. Arglist, die Kreatur deiner Wahl, du kontrollierst plus 1 plus und Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Ist eigentlich auch gut. Und dafür nur ein Mana. Fluchsicherheit. Haben wir die Karte schon schützen? Weil opfert eine fliegende Kreatur. Dann haben wir hier die Luft Scharfschütze. Ach, wenn das halt die Luftstraßen-Scharfschützen. So, jetzt. Wenn das halt nicht ganz so teuer wäre mit dem einen Schadenspunkt. Ich meine, wenn ich jetzt zwei hätte, ne, und dann auf die fliegenden Kreaturen schießen könnte. Also mit zwei Bogenschützen wäre es halt schon fein, aber da das 3 Mana kostet und du dann 6 brauchst. An dem Moment, sie muss ja nicht getappt werden. Das heißt, du kannst mit einer ja mehrere Schadenspunkte verursachen. Jetzt relativiert sich die Karte ja für mich. Jetzt finde ich sie gar nicht mehr so schlecht. Gut, der Schadenspunkt wäre halt, Entschuldigung, wäre halt fein, wenn man den verteilen könnte, wie man wollte. Oder halt an Kreaturen verteilen. Wie man wollte, ist vielleicht zu viel, damit sie zu stark, aber. Kreaturen. Hier ungebrochener Lebenswille. Du hältst 4 Lebenspunkte dazu. Falls du in diesem Kreatur gestorben bist, hältst du. Ach, das finde ich eigentlich gut, um ein paar Lebenspunkte zu bekommen. Von der Akrobatin könnten wir uns vielleicht von einer trennen. Mal schauen, wie viele kleine Kreaturen wir haben. Chandras Magmaköter. Ein Spieler oder Planeswalker. Okay, das würde jetzt nicht. Wäre jetzt nicht kombinierbar mit unserer Scharfschützin. Feuertöle finde ich gut. Lassen wir drin. 2. Ist eigentlich super. Heroische Intervention. Bleibende Karten, die du kontrollierst, deine Fluchsicherheit und unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Und spontan Zauber. Oh, für eine 2 Mana. Das ist echt gut. Hier noch einen Zerstörungszauber. Passt. Die Spinne finde ich gut. Schlummerndes Tyrannodon. Tyrannodon. Hier mehr können, das ist das unter einem Angriff, als ob es Verteidigung hätte. Es greift halt nur mit anderen starken Kreaturen, dann verstehe ich schon. Bin ich auch noch nicht so übel. Ein titanisches Wachstum kann man immer mal gebrauchen. Blitzhund, sehr gut. Sie ist halt super mit Eile und kann andere Kreaturen da die Fähigkeit zum Nichtblocken geben. Wahnsinn, die ist schon gut. Du könntest praktisch dann 3, 4 Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger zum Nichtblocken bringen. Wenn der grimmige Empath ins Spiel kommt, kannst du eine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit ungeheuren Mana-Kosten und 6 oder mehr durchsuchen, sie auf dem Vorzeigen und deine Hand nehmen. Finde ich auch nicht schlecht.
Gut, ich lese die Karten jetzt nochmal durch, weil ich schauen will. Ich habe sie ja vorher schon gelesen. Ich kenne sie ja schon einigermaßen. Ich will nur gucken, ob sie ins Deck passen jetzt, was ich mir denke. Dieses grün-rote Deck. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück, falls dies in diesem Zug Kreatur gestorben ist. Falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, erzeuge zwei grüne Saproling-Kreaturenspiele. Das finde ich aber super. Und diese, das kann ich echt. Trüffelschwein, zwei Stück. Auch gut, gefällt mir. Sie hier hat Erstschlag, solange du am Zug bist. Du kannst hier zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte der Bibliothek. Okay, die muss einfach rein, die ist super. Der Ogre, der mit Stärke 4, der triggert so ein paar Sachen hier, so wie. Was war das? Hä? Da war doch was, was getriggert wurde hier. Der eine. Der eine. Okay, der eine wurde getriggert. Anzahl der Spontan- und Hexereikarten in deinem Friedhof. Spontan- und Hexereikarten. Schauen wir mal. Spontan 7, Hexerei 2. Okay, lässt sich aufbauen. Die können wir mit. Nein, nochmal zurück. Oh Gott. Oh Gott, das wollte ich schon spielen oder was? Nein, nein, nein. Deck ist noch nicht fertig. Puh, Herzschlag. Dok, 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 dok. No, no, no. Noch nicht, bevor wir das Deck nicht zu Gänze kontrolliert haben. Das geht doch nicht. Okay, wir waren hier. Ne, wir waren Blitze und da waren wir. Können wir hier, nehmen wir mal. Der Ogre 2. Bei der kinetischen Augurin. Was bringst du, Blätterdachschleier? Du Schleicher, du bringst schon mal die vier Stärkepunkte mit. Muss geblockt werden. Ja, meistens wahrscheinlich sterben dann beide, weil er hat vier da genommen, dann kriegt man zwei Lebenspunkte. Okay. Also diesen Stichler, ich habe ihn jetzt genommen, weil er halt rare ist und unzerstörbar, aber ich habe ihn nicht begriffen, Leute. Ich habe ihn nicht begriffen. Immer wenn der Schaden zu, immer wenn dem frechen Stichler Schaden zugefügt wird, fügt er einem Gegner deiner Wahl entsprechend viele Schadenpunkte zu. Ach so, jetzt habe ich es begriffen. Das heißt, er kämpft, wir geben ihm die Kampffähigkeit gegen eine andere Kreatur und er ist ja unzerstörbar, da er unzerstörbar ist. Aber die Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel 4-4 hat und wir greifen ihn an, können wir dann die vier Schadenspunkte dem Gegner zuteil werden lassen. Sieht so aus, oder? Und der ist uns. Ja, ist schon gut. Jetzt, wo ich mir das näher betrachte, ist schon super. Mit zwei Schadenspunkte und fünf Mana. Ich glaube, die könnte raus, weil Mana-Probleme werden wir nicht bekommen. Und für fünf Mana zwei Schadenspunkte. Nee, also. Nee. Okay, Bomben haben wir hier schon. Da sind jetzt unsere Bomben. Oh Gott, der Tempel da raus. Hier sind unsere Bomben. Ja, so viel haben wir gar nicht. Zwei Bomben hier. Der fliegende Drache. Den wir wahrscheinlich nicht. Nicht der. Ja, gut, mal schauen. Fliegende Drache und hier. Genau, die beiden könnten wir mit wem nochmal gleich aus dem Deck holen. Da war eine Karte, die konnte uns. Konnte uns Kreaturen aus dem Deck holen mit Stärke, wie mit Mana-Kosten 6 war das doch. Ups, Entschuldigung. Mit Mana-Kosten 6. Wenn ich diese Karte jetzt sage mal, sag mir doch, wo die Karte ist. Du bist das nicht. Du bist das nicht. Du bist das auch nicht. Hier. Mit Ungelmann nur 6 oder mehr. Das heißt, die könnte ich einfach hier auf die Hand nehmen. Finde ich gut. Das ist halt auch eine super Karte. Falls eine Quelle, die du kontrollierst, einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügt.
fügt sie der bleibende Karte oder dem Spieler dreimal so viel Schadenspunkte zu. Heißt es auch bei normalen Angriffen? Die ist interessant, die Karte. Die würde ich auch gerne behalten. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein paar Karten, die schon noch loswerden. Aber das ging jetzt relativ schnell. Kreaturen waren es, sind es ziemlich viele. Jetzt schauen wir mal, wie viel. Okay, ist ausgeglichen. Ein bisschen, ein paar mehr Wälder. Also würde ich. Mehr Wälder, ein paar grüne Karten mehr. Also würde ich da noch einen grünen Wald mehr reinnehmen. Genau. Ein Durchbrechen raus. Ich schaue hier mal diesen. Mal. Schauen wir hier mal. Da kann man einen besseren Überblick, was ein Mana kostet. Vielleicht eine Bogenschützin raus. Wobei, muss ich jetzt ehrlich sagen, diese kleinen Kreaturen haben wir fast nicht. Hier mit einem Mana haben wir. Ja, aber mit zwei Mana haben wir schon. Haben wir schon einige. Okay, hau ich die Bogenschützin einmal raus. Höhle will ich eigentlich drin lassen. Das auf jeden Fall. Das einzige Removal, den ich jetzt so spontan im Sinn habe. Diesen Verteidiger, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Aber drei halt ist schon cool. Kann da schon einiges vernichten, ne? Bluthund muss drin bleiben, sie muss drin bleiben, er muss drin bleiben. Ja. Ja, die ist auch, nicht schlecht. Oh, Triftschweinchen. Ich will dich drin lassen. Aber ich denke, eins kann schon raus. Trüffelschweinchen. Der Ogre mit 4 triggert ja so einiges. Trüffelschweinchen raus. Und was kann noch raus? Ich finde die Karten jetzt ganz gut. Mal schauen, wie sich das Deck schlägt. Finde ich eigentlich ganz fein. Ja, spielen wir mit 45. Hauen noch einen Wald rein und spielen mit 45. Warum nicht? Das hier, weiß ich, opfert eine fliegende Kreatur. Ist halt ziemlich speziell. Schon speziell, aber fliegende Kreaturen, da haben wir halt auch kaum was. Wir haben diese Spinne einmal drin und dann später den Drachen. Aber ansonsten glaube ich jetzt nichts gegen fliegende Kreaturen so sehr. Sie wird schon den Schauer doch drin lassen. Dann mache ich halt, hau ich halt noch einen Wald mehr rein oder so. Sag mal 9, 18. Ist halt ein bisschen größer, mein Gott. Was soll's? Es ist ziemlich ausgeglichen, ne? Ein Gebirge. 17 ist ein bisschen wenig für 45 Karten, ehrlich gesagt. Aber wenn ich nochmal 2 reinhaue, dann haben wir 19. Spiel einfach. Ich habe jetzt Bock mit den Karten zu spielen. Warum müssen die Decks auch immer so klein sein? Die können auch ein bisschen größer sein. So, spielen wir mal unsere erste Partie. 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 Oh, bin gespannt. Oh, das ging aber schnell. Gegner am Start. Frank Man, du bist am Start. Mit Garruk. Garruk is on fire. Okay, wir haben Mana. Wir haben eine Kreatur, wir haben das. Behalten wir. Und dann gleich mal. Warte mal, was kann ich damit noch machen? Okay. Den können wir spontan spielen und dann 8 Lebenspunkte dazu halten.
Genau, weiß und grün. 3-1. Tappe den Wein, erhält unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Wirf eine Karte ab und du kannst ihn tappen. Mhm, erhält Unzerstörbarkeit. Gut. Gut. Welchen Kreatur nehmen wir jetzt? Mit Eile? Für eine Karte ab und der hat Unzerstörbarkeit, aber 3-1, der kann halt. Ja, ich glaube, mache er jetzt nicht an erstmal. Die ist ja auch fies, die Karte. Die ist auch fies mit 3-1. Weihe Klingenveteran. Mist. Genau die falsche Karte. Wenn er ins Spiel kommt, ziehe eine Karte und erzeuge einen Mana. Oh, auch gut. Na, du gibst den Unzerstörbarkeit, ne? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Du gibst eine Unzerstörbarkeit. Oh Mann, die Karte nervt mich ja jetzt schon. Die nervt mich doch jetzt schon. Das sehe ich doch. Fesseln des Glaubens. Ist das so wie Pazifismus? Verzauber eine bleibende Karte. Wenn der Fesseln des Glaubens ins Spiel kommt, erhältst du 4 Lebenspunkte. Die Verzauberte kann nicht angreifen oder blocken und ihre Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Das ist ein besserer Pazifismus, aber kostet allerdings auch mehr. Soll ich den jetzt? Nein, noch nicht. Oh Mann! Deine Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Weiter zum Blocken. Mal schauen, was hier gemacht wird. Die Fähigkeit ist nicht aktiviert. Ist doch aktiviert. Ich kann immer hier dieses Land sehen. Ist ja cool. Yes! Läuft doch. 22 zu 20. Oh, was ist das? Oh nein, er hat die vernichtet. Mist. Ach, diese eine da, die nervt mich ja zu Tode. Leute, die nervt mich zu Tode. Aha, okay. Das kostet 2. Trampelschaden. Oh Gott, 1. Zerstöre eine Verzauberung. Das ist doch eine Verzauberung, oder? Ja, die können wir zerstören. Das ist die einzige Verzauberung hier. Und zerstöre bitte. Einmal zerstören. Dankeschön. Und Angriff. Kann ich hier spielen? Warum sehe ich die denn immer noch? Ach so, hier mit noch. Was ist das denn für eine nette Karte? Lebensverknüpfung. Zerstöre. Was war das? Der hat 5? Warum hat er jetzt 5? Ich verrückt hier. Wenn Baris Anhänger ins Spiel kommt, lege eine Marke auf einen bis einen Krit deiner Wahl. Aha. Interessant. Ja, super Blocker. Endlich ein Blocker. Nein! 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 Ja, Anne. Ja, sieh es mir an.
So, mal schauen. Das hier, bleiben kann die Kundias, der hat einen Fluch sein und zwar bis zum Ende des Zuges. Kreatur in die Kundias fürs Trampa schon bis zum Ende des Zuges und ziehe zwei Karten. Genau, was brauchen wir nicht? Die ist gut. Trampel uns hier zwei Karten, egal. Ja, die ist halt auch gut, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt was bringt. Devils, das will mir jetzt halt schon bringen mit der Unzerstörbarkeit. Hexerei und Verzauberung. Warte, was kriegt die denn? Verzauberung, Hexerei. Ja, cool. Unser frecher Stichler kommt dann ins Spiel. Das ist doch spontan, oder? Ja, Gott sei Dank. Wir haben jetzt einen guten Blocker mit dem frechen Stichler. Und die hat jetzt drei, sie kann ihn jetzt. Blocken und gleichzeitig. Moment, ich habe noch meinen Spontanzauber. Moment. Okay. Er wirft die Karte ab. Ich kann das, was du kannst, kann ich auch machen. Oh Gott, 2-0 noch. Wie ist der jetzt durchgekommen? Hat der Trampel. Nein, der hat Trampelschaden. Mal sehen. Das wird schwierig. Oh Gott, 26 zu 2. Oh mein Gott. Ja, habe ich doch gedacht, dass du mit allen angreifst, mein Lieber. Aber der Trampel, Mist. Ach, der ist ja fies, der ist so fies. Nein, hat er auch Trampel? Nein, ich passe es nicht. Oh. Boah, diese eine Karte mit der Unzerstörbarkeit, die macht mich so fertig. Die hat mich so fertig gemacht. Das war nur diese eine Karte, sonst hätten wir sicherlich gewonnen. Ah, Hass auf diese eine Karte. Oh mein Gott. Die haben mir den Rest gegeben, die eine Karte. Okay, also ich glaube, wenn die eine Karte nicht gewesen wäre, ist ich alle Schuld auf diese eine Karte mit der Unzerstörbarkeit. Und nicht auf unser Spiel. Nein. Okay, aber der Gegner hat gut gespielt. Dann auch ohne diese Karte hätte er vielleicht auch eine Chance gegen uns gehabt. Mal schauen. Okay, Aufnahme wird jetzt mal hier beendet in dem Fall. Und wir starten gleich mal durch mit einem neuen Gegner. Beim nächsten Mal, ich werde das Deck, glaube ich, nicht verändern. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Schauen wir mal, ob wir beim nächsten Mal eine Chance haben. Ciao.